Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Leni Answer. Ihr habt mir eure Fragen gestellt und ich beantworte die natürlich sehr gerne. Eine meiner leichtesten Übungen. Die Mobi hat gefragt, hi, hattest du früher eine Zahnspange? Komische Frage. Und was ist die seltsamste Eigenschaft an dir? Also ja, ich hatte früher eine Zahnspange, aber keine feste, nur eine lockere. Ich glaube so 2 Jahre oder so. Die seltsamste Eigenschaft an mir? Keine Ahnung. Solche Fragen können immer eher Freunde besser beantworten als man selber. Deswegen... kein Plan. Nächste Frage. J4C4 fragt, oh, das ist eine englische Frage, ich übersetze das mal gerade erst. How do you always stay positive and you always look happy? What motivates you? Also die Frage ist, warum ich immer positiv bin und warum ich immer fröhlich bin und was mich motiviert. Eigentlich finde ich, das ist eine ganz gute Frage. Weil ich natürlich nicht immer fröhlich bin und nicht immer mega happy und immer super motiviert. Aber ich bin natürlich nach außen hin happy und nach außen hin motiviert, einfach auch, weil ich euch Motivation schenken will, Sachen zu machen, Sachen zu schaffen, an seine Träume zu denken und seine Träume zu verwirklichen. Ich finde das total wichtig, dass ich sozusagen euch gute Vibes mitgebe und positive Energie. Auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, dass ich auch sehr, sehr viel positiv bin und dass ich auch wirklich eine grundpositive Einstellung habe. Und ich glaube, dass das auch wirklich wichtig ist und dass es für die Seele wichtig ist. Und wenn es der Seele gut geht, geht es dem Körper gut. Und wenn es dem Körper gut geht, geht es der Seele gut. Und ja, deswegen bin ich zum Beispiel auch sehr vorsichtig mit meinem Körper. Das heißt, ich mache viel Sport, ich versuche viele gesunde Sachen zu essen. Ich versuche einfach eine positive Einstellung zu haben und aus jeder Situation das Beste rauszuholen. Selbst wenn es vielleicht irgendwie mal nicht so gut ist und man mal traurig ist oder so, dann denke ich mir auch voll oft, dass ich diese Trauer oder Wut oder diese schlechte Situation meinen Tag zum Beispiel regieren lassen möchte. Also ich denke immer, das ist verschwendete Lebenszeit, wenn man traurig ist oder wenn man schlecht gelaunt ist oder wenn jemand einen schlecht behandelt oder so oder man sich schlecht behandelt fühlt oder so und denkt man oder sauer ist, wird dann immer so, warum bin ich jetzt sauer oder warum bin ich traurig? Ich habe gar keine Lust, meine Zeit zu verschwenden, damit so schlechte Energie zu haben und so schlechte Laune zu haben. Und deswegen versuche ich immer einfach zu sagen, so komm, scheiß drauf, sei einfach fröhlich, sei glücklich, das Leben ist schön, die Sonne scheint, ich bin gesund. Oder zum Beispiel, wenn ich krank bin, ist man ja auch voll oft traurig. Und dann denke ich mir einfach, ich habe tolle Freunde oder keine Ahnung, irgendwas, was dich in dem Moment glücklich macht, daran denke ich dann und daran halte ich dann auf jeden Fall fest. Und deswegen kommt es nicht so oft vor, dass ich ja, eine schlechte Grundeinstellung habe. Also ich bin einfach von Grund auf eher der Typ. Die nächste Frage ist von Mimimti TV. Hast du manchmal den Gedanken, die Zeit zurückdrehen zu wollen oder passt gerade alles? Eigentlich will ich die Zeit nicht zurückdrehen. Also eigentlich finde ich alles ziemlich gut, so wie es ist. Und ich finde eigentlich auch blöd, in der Vergangenheit leben zu wollen oder etwas in der Vergangenheit ändern zu wollen, weil ich glaube eigentlich, dass alles so seinen Grund hat und seinen Sinn hat und dass man auch aus den schlechten Situationen, die man vielleicht manchmal erlebt, etwas Gutes zieht und daraus lernt und mit dieser Erfahrung in seinem Leben weiterkommt. Nächste Frage. Kate Winter fragt, hallo Leni, magst du deine tschechischen Fans? Was ist das für eine Frage? Natürlich mag ich meine tschechischen Fans. Hello Leni Forever schreibt, gibt es einen Film, der dich immer zum Weinen bringt? Also, ich persönlich bin sehr nah am Wasser gebaut. Das bedeutet, es gibt sehr viele Filme, die mich immer zum Weinen bringen.
Es gibt auf jeden Fall einen Film, nee, es gibt zwei Filme, wo ich dauerhaft von der ersten Minute bis zur letzten Minute durchheule. Nee, es gibt drei. Nee, es gibt vier. Also ich kann euch auf jeden Fall ein paar sagen, wenn man mal im Heulmodus ist. Also der erste ist auf jeden Fall PS, ich liebe dich. Da drehen sie alle mit mir durch. Ich kann sie. Und dann noch dieser Film mit Cameron Diaz, wo dieses Kind Krebs hat. Welcher ist es nochmal? Ich weiß auch nicht mehr genau, wie der heißt. Wie heißt der nochmal? Beim Leben meiner Schwester oder so? So. Oh, Horror. Bin ich auch sofort. Norm Flynn. Und dann, das ist ein bisschen peinlich, aber auch. Ja, das ist so traurig irgendwie, der Film. Und ich bin ja so ein Hundefreak. Bei welchem Film ich durchheule, ist Hachiko, dieser Film mit dem Hund, der diesen Professor gehört hat. Und dann stirbt der Professor und dann geht der Hund immer an die gleiche Stelle und wartet auf den. Mixteox gleich A fragt, was ist grün und klopft an Türen. Ein Klopfsalat. Miss Aeroki fragt, Kritik oder Support, was ist dir wichtiger? Beides natürlich, also mir ist auf jeden Fall beides sehr wichtig. Support heißt ja nicht, dass man alles geil findet, was jemand macht. Also das finde ich auf jeden Fall. Jemanden supporten heißt jemanden unterstützen. Da ist ja manchmal auch Kritik eine Unterstützung. Also wenn man, wenn jetzt irgendjemand auf einem total falschen Weg ist und keine Ahnung, nur noch säuft und Drogen nimmt und der ist mein Freund, dann finde ich, ist es Support, ihm Kritik zu geben. Also es, wenn ich dann sage, Digga, schalt mal einen Gang runter, dann finde ich, ist das auf jeden Fall Support. Deswegen Kritik und Support gehört für mich auf jeden Fall dazu. Oder Kritik gehört zu Support mit dazu. Also würde ich sagen, ist eins. Ja, Leute, das war es auch schon wieder. Und ich hoffe, euch haben die Fragen und Antworten gefallen und es hat euch Spaß gemacht. Das waren so viele Fragen, dass ich glaube, dass ich das durch zwei teile. Also es kommt bestimmt nächsten Monat von dieser Session hier noch ein Q&A online. Also stay tuned. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hört mir auf mit dem Quatsch. Ich hab euch lieb.